Willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich darüber reden, ob ich es besser finde, einen gebrauchten Automat zu kaufen, der billiger ist für 1500 bis 2000 oder doch lieber der neue Automat für 9000 brutto. Los geht's. Ich habe in letzter Zeit sehr oft die Frage bekommen, hey, ist es besser, einen gebrauchten oder einen neuen Automaten zu kaufen? Denn preislich macht das ja doch einen riesen Unterschied. Und es macht auch für viele von uns einen großen Unterschied, ob wir jetzt 9000 Euro investieren oder 1500 für eine Location, wo wir nicht genau wissen, wie gut sie ist. Ich würde mal auf die vier Punkte eingehen. Also einmal, ob es besser ist, einen neuen Automaten zu kaufen und die Vor- und Nachteile dabei. Und einmal beim gebrauchten Automaten Vor- und Nachteile. Ich werde erstmal mit den Vorteilen von neuen Automaten anfangen. Vorteil 1 bei neuen Automaten ist der, dass sie vermutlich langzeitig gut funktionieren werden. Automaten kann man auf eine sehr lange Zeit abschreiben in der Buchhaltung und man kann sehr gut davon ausgehen, dass die zum Beispiel in 10 Jahren nicht so viele Probleme machen werden, wie ein gebrauchter Automat, der bereits 10 Jahre hinter sich hat. Der zweite Vorteil bei Neugeräten ist der, dass man eine Garantie hat. Ich habe vorher einem Freund geschrieben, der des Öfteren neue Automaten kauft und der hat gemeint, er hat 2 Jahre Garantie auf die Geräte. Ich finde es bei der Garantie noch sehr wichtig zu berücksichtigen und zu unterscheiden zwischen Verschleißteil und normalen Teil. Denn ich hatte mal nach unter 2 Monaten ein Problem mit meinem Münzer und die Garantie hat nicht mehr gegolten, weil es sich dabei um ein Verschleißteil handelt, was ich von meiner Seite auch verstehen kann. Allerdings ist es immer so ein Thema, wo gern diskutiert wird, hey, Münzer, war das jetzt wegen Schmutz, der besonders heftig bei dem Standort war, oder ist das doch in der Garantie drin, weil der Münzer von Grund auf nicht gut ist. Punkt 3, warum ich neue Geräte besser finde, ist der, dass sie meistens benutzerdefiniert eingestellt werden und auf dich angepasst werden. Für Leute, die noch nicht viel Erfahrung mit Snackautomaten haben, ist es auf jeden Fall ein großer Vorteil, weil die sich dann nicht mit dem Menü spielen müssen. Allerdings muss ich auch sagen, ich selbst traue mir zu, selbst beim neuen Gerät, wo es ein neues Software-Update gibt, dass ich mich da selbst schon zurechtfinde, da vom Grundmenü die Automaten sehr ähnlich sind und selbst wenn das was Neues dazukommt, checkt man schnell, hey, das ist bei den und den Einstellungen drinnen und diese Zahl steht für dieses Setting. Punkt 4, warum die Automaten meiner Meinung nach besser sind, wenn sie neu sind, ist der, dass sie die neueste Technik verbaut haben. Manche würden jetzt auch meinen, hey, das ist nicht immer besser und da stimme ich euch auch zu, denn viel Technik kann auch für viele Störungen sorgen. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall gut, wenn man ein Gerät hat, was auf den neuesten Standards ist. Denn es gibt auch immer wieder Änderungen im Gesetz, wo zum Beispiel dann Kartenleser oder Zählgeräte in den Automaten selbst Pflicht sind. Der fünfte Punkt, der jetzt nicht so unglaublich besonders ist, ist aber der, dass die Geräte einfach sauber sind, wenn sie neu sind. Denn die, die schon mal ein gebrauchtes Gerät gekauft haben, was etwas älter ist, wissen, dass gebrauchte Geräte sehr, sehr schmutzig sein können und es sehr viel Zeit braucht, um die zu reinigen. Allerdings muss man sich fragen, ob das wirklich ein Riesenvorteil ist, der es wert ist, viele 1000 Euro mehr auszugeben für dieses neue Gerät. Und Punkt 5, warum ich denke, dass neue Geräte einfacher sind, ist der, dass der Papierkram viel einfacher ist. Man bekommt eine offizielle, gute Rechnung dazu, die man nicht auf Fehler überprüfen muss und kann das Gerät beruhigt in die Buchhaltung mit einspielen und Abschreibung und so weiter machen. So, und jetzt möchte ich mal auf die ganzen Nachteile von neuen Geräten eingehen. Wie sich viele von euch schon vielleicht gedacht haben, ist der große Nachteil, dass die Geräte unglaublich viel kosten, meiner Meinung nach. Ein Kollege von mir hat sich vor kurzem einen neuen Snackautomaten Outdoor gekauft von Vendo. Er hat 9000 Euro brutto dafür gezahlt. Er hat es neu gekauft beim Händler, hat dafür auch einige Vorteile, wie zum Beispiel weniger Defekte in Zukunft, vermute ich. Aber ich habe bisher ausschließlich gebrauchte Geräte gekauft, weil ich mir das Geld einfach sparen wollte. Wenn ich das so mit meinen Automaten vergleiche, habe ich mir ca. 6.000, 7.000 Euro gespart durch die gebrauchten Geräte. Und daher könnt ihr es euch schon denken, ich bin ein Fan davon, gebrauchte Geräte zu kaufen und sie selber zu reparieren, auch wenn es nicht immer leicht ist und wenn es auch manchmal was kostet, selbst wenn die Kühlung mal für 700 Euro kaputt ist, ist es mir das wert und das Risiko wert, dass ich in diesen gebrauchten Automaten mehr Geld reinstecke. Punkt 2, warum ich neue Geräte nicht so gut finde, ist der, dass viel Technik verbaut ist. Ich habe es schon vorher ein bisschen erwähnt, viele meinen auch vielleicht, hey, das ist gut, dass da viel Technik drin ist, der kann viel mehr. Ich bin der Meinung, wenn da viel Technik drinnen ist, gibt es viel mehr Möglichkeiten für Fehler und deswegen meide ich Geräte, wo viel Technik verbaut ist. Allerdings werde ich vermutlich in den nächsten Jahren auch nicht drum herum kommen, mir mal ein neues Gerät zu kaufen, wo auch mal ein bisschen mehr Technik drin ist, dass sich auch immer wieder Gesetze ändern und man vielleicht Kartenlesegeräte oder Zähler eingebaut haben muss.
Und der letzte Punkt, warum ich neue Geräte nicht so gut finde wie gebrauchte, ist der, dass das Risiko viel höher ist, bei dem Ganzen einen Verlust zu machen. Denn wir wissen alle, dass wenn man eine Location findet, man vorher nicht so gut weiß, wie gut die Location performen wird, umsatztechnisch. Da ist das Risiko auch viel größer, wenn man sich ein neues Gerät kauft für viel Geld, ob sich das Ganze lohnen wird oder ob man vielleicht nach 2 Jahren das Gerät schon verkaufen muss. Und wenn man dann vergleicht, hey, das gebrauchte Gerät, was ich für 2000 gekauft habe, wo ich dann noch 1000 Euro reingesteckt habe, was mich in Summe 3000 gekostet hat, im Vergleich zu dem Gerät, was 9000 gekostet hat, brutto, auf 2 Jahre gesehen, nicht mal die Abschreibung noch vorbei, was sich da gelohnt hat, müsst ihr selbst entscheiden. So, und jetzt gehen wir zu meinem Lieblingsthema, gebrauchte Automaten und deren Vorteile. Der große Vorteil, der auch bei den neuen der große Nachteil ist, ist der, dass diese gebrauchten Geräte einfach viel billiger sind. Ich würde euch trotzdem zu empfehlen, in einen guten gebrauchten Automaten zu investieren. Was meine ich damit? Kauft euch ein Gerät, wo ihr wisst, ihr kriegt Teile dazu, wo ihr wisst, da steckt Qualität dahinter. Ich empfehle immer Vendo oder Silav Automaten, mit denen habe ich am wenigsten Probleme bisher gehabt und ich weiß, die Teile bekommt man sehr gut in Österreich und ich bin mir auch sicher in Deutschland. Und der dritte Vorteil bei gebrauchten Geräten, der durchaus auch bei neuen Geräten der Fall ist, man kann sich die Geräte gut vorher ansehen. Wie gesagt, kann man auch bei neuen Geräten beim Händler machen, aber ich finde es einfach cool, den gebrauchten Automaten in der Location zu sehen, in der er jetzt einfach steht und wo er jetzt gerade läuft und zu sehen, hey, diesen Automat stelle ich jetzt bald wohin, der läuft jetzt da, wie wird er bei mir laufen? Und ganz ehrlich, mir macht es vielleicht sogar schon manchmal Spaß, wenn die Automaten nicht immer perfekt funktionieren, dass immer eine kleine Challenge birgt, wenn es nicht ein allzu schlimmer Fehler ist und man so herausfinden kann, was funktioniert bei dem Gerät nicht und vielleicht macht man einen noch besseren Deal, da der Verkäufer den Fehler selbst nicht beheben kann, aber ihr ihn schon beheben könnt und ihr euch vielleicht da noch mehr Geld spart, nur dadurch, dass ihr euch den gebrauchten Automaten angesehen habt. Und das letzte Kapitel dieses Videos, Nachteile bei gebrauchten Geräten. Bei gebrauchten Geräten gibt es durchaus einige Nachteile. Der erste Nachteil, auf den ich eingehen möchte, ist der, dass gebrauchte Geräte immer wieder versteckte Fehler haben. Ich habe vorher gesagt, mir macht es Spaß, diese Fehler zu finden, aber für einen neuen im Business ist es definitiv nicht lustig, Fehler zu finden. Die, wo zum Beispiel die Kühlung demnächst defekt ist, wenn man sie sich nicht genau vorher angeschaut hat. In dem Snackautomaten-Startup-Kurs gehe ich auch darauf ein, wie sich eine gute Kühlung anhört und wie sich eine schlechte Kühlung anhört. Ich weiß, da kann man nicht immer eine perfekte Diagnose machen, aber ich habe durchaus meine Erfahrung damit gemacht. Der zweite Nachteil bei gebrauchten Geräten ist, dass es manchmal Probleme bei der Rechnung gibt. Ich habe mich immer darum gekümmert, dass ich meine Rechnung bekomme. Allerdings ist es bei manchen Leuten nicht so gern gesehen, wenn man sagt, hey, ich brauche eine Rechnung, wo alles ganz genau drauf ist. Und in der Preisverhandlung dann doch noch etwas anders ist beim Preis. Ich hoffe, ihr wisst alle, was ich damit meine. Schaut, dass ihr gute Rechnungen bekommt, denn eure Buchhaltung und auch die Ämter werden glücklicher sein und ihr werdet im Nachhinein auch glücklicher sein, keine Strafe zu zahlen. Der dritte Nachteil bei gebrauchten Geräten ist der Transport. Ich weiß, auch einen neuen Automaten muss man transportieren, allerdings finde ich den Transport von gebrauchten Geräten immer ein bisschen riskanter. Denn ich habe schon viele gebrauchte Geräte transportiert und ihr würdet euch wundern, bei wie vielen Geräten auf einmal irgendeine Flüssigkeit unten austritt. Diese schwarze Cola-Soße, die in manchen Automaten drin klebt, die nicht gleich sichtbar ist, ist schrecklich. Und der letzte Nachteil bei gebrauchten Geräten ist der, wenn ihr wirklich mal einen schlechten Automaten gekauft habt, was wir alle versuchen zu vermeiden, ist es der, dass ihr den vermutlich nicht mehr gut verkaufen könnt und dadurch der Verkaufspreis, so viel haben, sehr gering sein wird oder noch schlimmer, ihr habt das Problem mit dem Entsorgen. Es ist nicht immer ein Problem, aber ihr müsst ihn abtransportieren und ihr müsst zu einem Schrotthändler und euch darum kümmern, dass es einfach alles erledigt wird. Beim Schrotthändler bekommt ihr vielleicht ein bisschen Geld. Ich habe damals für einen alten Silav-Automaten, der 5-6 Schächte hatte, 20 Euro bekommen. Es ist nicht rentabel, würde ich euch nicht empfehlen. Es waren jetzt sehr viele Punkte, die ich angesprochen habe. Es ist auch meine persönliche Ansicht, meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Auf die ganzen Punkte gehe ich auch viel mehr in meinem Kurs an. Snackautomaten Startup Kurs heißt es. Der Kurs wird bald erhältlich sein. In der Beschreibung ist der Link dazu zum Pre-Launch. Dann könnt ihr euch mal anmelden für ein kostenloses Webinar. Und ja, der Kurs wird was kosten. Allerdings arbeite ich auch jetzt fleißig daran, den größten Mehrwert reinzustecken, damit ihr, wenn ihr dann mit eurem eigenen Business startet, auch wirklich starten könnt und nicht in versteckte Fallen treten werdet. Ansonsten danke fürs Zusehen. Wir sehen uns bald beim neuen Video.
Und wer weiß, vielleicht habt ihr beim nächsten Video eh schon einen eigenen Automaten. Wir sehen uns. Ciao.